Ja, und hallo Leute, mal zu einem etwas ja, anderen Video. Ich habe halt lang hin und her überlegt und ich habe am Freitag angefangen, andere Videos zu machen. Ich weiß nicht, ob man das schon gemerkt hat auf meinem Kanal. Ich habe dort Videos gemacht von Skyrim. Ich komme auch gleich drauf, weswegen ich jetzt Skyrim-Videos mache und weswegen ich keine Videos von oder kaum noch Videos von Star Citizen mache. Ich versuche es mal so zu formulieren. Star Citizen ist ja ein tolles Spiel. Und wenn man halt ein paar Ideen hat und auch aktive Zuschauer hat, die auch aktiv kommentieren und das auch schauen, dann kann man das machen. Wenn man aber jetzt so Zuschauer hat, die kaum noch zugucken oder wo kein Interesse mehr besteht, weil das einfach nur schon eintönig geworden ist, dann macht es wenig Sinn, dort Videos zu machen. Und genau das ist halt der Grund, weswegen ich keine Star Saber Videos mehr machen werde. Beziehungsweise wenig. Ich habe halt den Schluss gefasst, dass ich vielleicht einmal in der Woche oder alle 14 Tage, je nachdem, wie ich da gerade Bock drauf habe, ein Video zu machen. Ich werde jetzt nicht mehr aktiv wie früher so 10 Videos am Tag machen und 20 in der Woche. Das ist nicht mehr der Fall. Die Aufrufe bei den Videos gehen den Bach runter. Ein Aufruf innerhalb von 20 Tagen, keine Kommentare. Da sagt YouTube, dass diese Videos einfach nicht mehr angezeigt werden vom Algorithmus. Und Kommentare spielen genauso eine wichtige Rolle unter Videos wie eben auch die Likes und die Aufrufe. Ne, je mehr Leute das gucken, desto häufiger wird dieses Video angezeigt und desto höher ist die Chance, Abonnenten zu kriegen. Aber mir geht es nicht um die Abonnenten. Die Abonnenten stehen bei mir ganz hinten. Mir geht es nicht um die Abonnentenzahlen. Mir geht es darum, ob meine Videos aktiv geguckt werden und ob ich Spaß daran habe. Und letzteres, also Spaß, habe ich momentan aktuell gar nicht mehr. Ich habe viel mehr Spaß, Skyrim-Videos zu machen, weil da habe ich dank eines YouTubers auch aktiv Zuschauer, die aktiv zugucken, die aktiv Kommentare geben, Hilfestellung geben. Ich habe hier auch Kommentare, ja. Ich möchte das ja nicht leugnen. Ich habe hier sehr viel, einige Leute, die Kommentare geben, aber ich habe auch Leute, die haben vielleicht nicht mehr die Zeit, ne? Und bei mir ist halt so, ich mache ja immer gern Level Talk Videos. Aber das Problem ist halt, es wird nicht mehr aktiv geguckt, weil sowas ist auch irgendwann langweilig, ne? Und ich kann nicht jeden Tag ein Pferdekauf-Video machen. Wenn ihr möchtet, dass ich eure Lieblingspferderasse oder eure Hasspferderasse mal nochmal kaufe, kann ich das gerne machen. Ansonsten, wie gesagt, ich habe ja auch wirklich jeden Video mal immer wieder, also ich habe halt schon in jedem Video gesagt, wenn ihr irgendwelche Videoideen habt, was ich mal bringen soll, schreibt es in die Kommentare. Aber es gab keine Ideen, es kam keine Vorschläge von euch und von daher, warum soll ich da noch weiter Videos machen? Genau wie die liebe GA mal zu mir gesagt hat. Kitty, mache dann ein Video, wenn du es möchtest und wenn du es machst. Du machst das für die Zuschauer, du machst das für dich. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Lust mehr auf Star Saber Videos. Deswegen wird mein Kanal nicht mehr aktiv Videos von Star Saber bringen, sondern auch von anderen Spielen. Ich habe so viele Spiele, die ich alle mal als Video hochladen möchte.
für andere Altersgruppen. Nicht nur für Jugendliche, sondern auch halt für Erwachsene, die mal Mittelalterspiel sehen wollen oder die mal Skyrim sehen wollen und nicht immer nur für Kinder. Ich habe nichts gegen euch, das Problem bin ich. Das Problem ist halt, dass es mir einfach keinen Spaß hier macht, ein Spiel zu let's playen, wo es keine mehr guckt. Es gibt jetzt zum Beispiel so viel Konkurrenz momentan, alle fangen an mit Star-Stable-Videos. Da gehe ich als kleine Person unter. Ne, die haben heute 3 Abonnenten und morgen sind schon 1000 Abonnenten und ich hänge innerhalb von 3 Jahren immer noch an 222 Abonnenten. Ich bin übelst froh für jeden einzelnen Abonnenten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal innerhalb von nicht mal 2 Jahren die 200-Abonnenten-Marke erreiche. Und es ist vielleicht auch ein bisschen Gemeckere, aber das Problem sind nicht die Abonnenten, das habe ich schon mal erzählt. Das Problem ist einfach, dass mir geht der Stoff aus. Diese Kreativität zum Anfang, als ich Star-Stable-Videos gemacht habe, die ist weg. Es ist einfach nicht mehr so, dass ich sage, setze mich jetzt hin und habe 1000 Ideen. Nein, jetzt setze ich mich hin und überlege, was ich überhaupt bringen kann. Es ist einfach so, als wenn du in die Küche kommst, du machst den Deckel vom Topf, hebst du hoch und dann ist nichts im Topf drinne. Versteht ihr? Es ist leer. Ich habe keine Ideen mehr. Und immer nur ein Leveln und Lichter sammeln ist auch irgendwo langweilig. Quest-Videos kann ich nicht machen. Wenn ich sage, komm, wir machen jetzt von irgendeiner Hauptquest oder Nebenquest so ein kleines Video, kann ich nicht machen, weil ich habe schon alle gemacht. Und diese neue Hauptquest, die dann kommen soll, weiß ich nicht. Weil wenn irgendein Event ist, will ich ein Video machen, dann machen schon 100 andere YouTuber ein Video über das Event. Dann bringt es mir auch nichts. Also denke ich so bei mir, dass ich die Events-Videos gar nicht mehr mache. Ich werde still und heimlich irgendwo im Spiel hier dran teilnehmen am Event. Ansonsten, ja, vielleicht mache ich mal ein Video, wenn mal ein Pferd reinkommt oder ja, ansonsten, es bringt einfach nichts, hier weiter Videos zu machen, wenn ich keine Ideen habe. Ja. Ich weiß, dass ihr zuschaut und das ist auch schön und da freue ich mich auch, aber einfach nur gucken und ich will euch auf keinen Fall irgendwas vorschreiben. Das soll jetzt nicht negativ rüberkommen oder so. Das Problem ist halt, wenn ihr euch hinter die Kamera setzt und ihr macht ein Video, dann müsst ihr immer irgendwelche Ideen haben. Aber irgendwann habt ihr keine Ideen mehr. Ich habe auch schon mal gesagt, ich kann kein Roleplay machen, also ich kann es einfach nicht. Ne? Und ja, ich sag mal, egal welche Videos ich gemacht habe, gut, ich bin froh, dass sie aufgerufen werden, aber ich habe einfach keine Ideen mehr, was ich bringen soll. Und wenn keine Kreativität mehr bei mir da ist und ich sowas wie Level Talk schon als alltäglich empfinde, dann muss ich aufhören. Weil ich mag es nicht, wenn irgendwas bei mir zum Alltag wird. Ne? Und ich kann nicht jedes Mal ein Video machen, wo ich mir ein Pferd kaufe. Das geht doch irgendwann ins Geld rein. Und ich weiß nicht, wie viel Geld ich jetzt schon in Startable investiert habe. Es ist ja nicht so, dass das Geld geht nicht von meinem Konto ab. Das Geld, was ich hier in Starstable investiere, kriege ich halt, wenn ich bei mir auf Arbeit essen gehe, kriege ich am Ende des Monats das Geld. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Am besten erkläre ich das gar nicht, weil, ja, so. Jetzt zu den anderen Videos. Ich habe ja am Anfang des Videos erklärt, dass ich nebenbei seit Freitag, also seit vorher Freitag, Videos von Skyrim mache. Was ist Skyrim? Was sind das für Videos? Skyrim ist ein Mittelalter MMO-RPG-Spiel mit Schwertern, mit Äxten, mit
Banditen, eben alles. Und dort habe ich in einem Stream Leute kennengelernt, die das Spiel auch haben und die das aktiv spielen, die auch und sich untereinander Hilfestellung geben. Hey, du willst einen Zaubertrank zubereiten, pass mal auf, du findest die Zutaten da und da. Ne? Es ist nicht so, dass ich mag euch, ich mag euch alle, aber das sind halt so Leute, die gucken auch Videos, die ich mache. Und ich habe momentan halt Spaß an diesen Skyrim-Videos. Und ja, vielleicht gibt es auch da mal eine Phase, wo ich sage, dass ich Skyrim mal für 2, 3 Wochen niederlege und mal ein anderes Spiel Let's Playen, zum Beispiel Medieval Dynasty. Medieval Dynasty ist von Toplitz ein Mittelalterspiel, wo man eben sein eigenes Dorf bauen kann. Ich habe damals schon mal ein Video gemacht vor das Jahr. Habe ich auch gezeigt, wie das so ist. Man muss halt Material sammeln, wie Steine und Holz und Äste und Lehm. Und dann kann man sich ein Haus bauen, Gärten an, also Felder anlegen. Du kannst dir Tiere halten und züchten und verkaufen. Also eben halt Mittelalter. Und ich will auch da wieder Videos machen. Gucken, ob ich Leute habe. Momentan mache ich, wie gesagt, aber Skyrim-Videos. Ich weiß, dass ihr alle so lieber die Pferdemädels seid, als ich bin halt ein bisschen älteres Modell. Ne? Und da kann ich halt nicht erwarten, dass alle, die 12 Jahre alt sind oder 16, dass die Skyrim gucken. Die meisten von euch werden noch gar nicht wissen, was Skyrim ist. Also deswegen, ich werde trotzdem versuchen, wie ich schon erwähnt habe am Anfang, wenn ich eine Idee habe oder wenn ich sage, hey, ich habe heute mal ein Thema, über das ich reden möchte, dann mache ich mal ein Video, dann schnappe ich mir ein Pferd, dann leveln wir ein bisschen, dann erzähle ich halt auch, was in diesem Video, was mir so eingefallen ist als Idee. Also ich mache auch gerne mal die Q&A-Fragen-Videos. Aber da müssen erst Fragen in die Kommentare geschrieben werden. Ansonsten, ich kann kein Q&A-Video machen, wenn keiner reinschreibt. Ich bin aber froh, dass an dieser Stelle erstmal an diejenigen, die überhaupt daran teilgenommen, mitgemacht haben an diesen Q&A-Videos, möchte ich nochmal meinen recht herzlichen Dank aussprechen. Ich beantworte auch ganz normale Fragen. Wenn ihr mir Fragen stellt oder so beantworte ich, aber mir werden halt nicht so viele Fragen gestellt, weil ich bin nicht so angesagt wie Lina Leopardmund oder die anderen alle, ne? Also, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel mit der Lina Leopardmund, weil mir ist auch aufgefallen, dass sie auch gar keine Videos mehr macht. Die habe ich ja 2022 abonniert, weil ich ihren Kanal so gefeiert habe. Also, ich finde ihn immer noch toll. Ich gucke mir auch alte Videos an, aber das ist halt das hier, was ich meinte, ne? Die ganzen YouTuber, die am Anfang die ersten paar Jahre Videos gemacht haben, die machen keine mehr. Die haben nicht mehr die Zeit dazu. Die gehen nicht mehr zur Schule, die müssen jetzt eine Ausbildung machen. Ich arbeite jeden Tag. Ich habe nach der Arbeit halt noch die Zeit, wenn ich nach Hause komme, dann auch Videos zu machen. Aber es gibt halt Leute, die haben vielleicht einen Freund und die haben nicht mehr so die Zeit jeden Tag. Und bei mir ist halt so, ich wohne alleine, aber ich habe halt auch nicht mehr mal Lust, ne? Weil ich habe davon erzählt, dass ich einfach keine Ideen mehr habe. Und ich möchte euch auch nicht irgendwelche langweiligen Level-Talk-Videos andrehen. Dann habe ich halt in den letzten 2, 3 Wochen schon gemerkt, dass diese Level-Talk-Videos die Aufrufe sehr stark nach unten gehen. Gerade die ersten 3 Minuten werden geguckt und dann ab der 5. bis 20. Minute wird gar nicht mehr geguckt, was eigentlich was sehr schade ist, wo ich mir dann auch überlegt habe, was bringt es überhaupt noch, Level Talk Videos zu machen, wenn es eh keiner guckt. Ich kann kein Video machen, was 2 Minuten dauert. Ne? Ich kann auch kein Video machen, was 10 Minuten dauert. Was soll ich in ein 10-Minuten-Video reinpacken? Also, weil schon mal gefragt wurde, ob das Video nicht 10 Minuten geht, als ich damals mal gefragt habe, wegen der
Videolänge. Da haben fast 90% gesagt, länger als 30 oder 40 Minuten. Und gerade mal 3% haben gesagt, 10 Minuten oder kürzer. Aber was will ich denn ein Video machen, was 8 Minuten geht? Was will ich denn da reinpacken? Wenn ihr zum Beispiel jetzt Videos seht, die weniger als 15 Minuten gehen, dann sind die meistens sehr oft geschnitten worden. Dann ist da sehr viel Material rausgeschnitten worden. Und ich mache keine Videos, wo ich dran rumschnipple. Es sei denn, ich habe halt, dass mein Programm sich auffängt bei der Aufnahme, wie gestern das der Fall war, dann schneide ich dieses Stück raus. Und aber beim Pferdekauf, wo ich der einen Person ein Pferd gekauft habe, habe ich ja das Problem gehabt, dass sich Stars Hebel hier gerade mal aufgegangen hat. Also da ging gar nichts mehr. Da habe ich halt bei dem Pferd, was ich da gekauft habe für die Abonnenten, habe ich das Problem gehabt, dass es eingefroren ist, das Spiel. Hatte ich aber auch schon zweimal gehabt davor. Also ich weiß nicht, was momentan los ist, ob es am Spiel liegt oder ob es einfach nur am Rechner liegt, beziehungsweise am Prozessor. Das ist das Nächste. Ich werde dieses Jahr einen neuen Prozessor einbauen lassen. Ob da noch alle Spiele oben sind, weil ja nun mal nichts mehr original drin ist, weiß ich nicht. Ich meine, wenn nicht, dann erstelle ich mir einfach einen neuen Account. Was jetzt nicht das Problem ist. Das Problem ist halt, ich habe einen Account, ich habe vier Accounts, ich habe auch einen Account, aber das Problem ist halt die Hauptquest. Die Hauptquest ist momentan so verbuggt. Momentan. Moment. So, also wie gesagt, war stehen geblieben, genau. Also hat gerade geklingelt. Ich weiß nicht, wer geklingelt hat. Hier irgendwie Klingelstreiche. Naja, jedenfalls, ich habe komplett vergessen, was ich gerade sagen wollte. Jedenfalls werde ich in den nächsten halt nur dann Videos machen von Star Saber, wenn ich wirklich Alter. Ja, da ist ein Grad was dazwischen gekommen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen außer Puste. Ja. Also wie gesagt, ich werde versuchen, vielleicht alle 14 Tage oder ja, je nachdem, wie mir gerade was einfällt, ein Video zu machen. Also so häufig wie man das jetzt halt von mir kennt, dass ich Videos mache, so häufig wird das nicht mehr. Ich will mein Lebtag noch nicht so schnell gelaufen. Ja, als ob ich sportlich bin, ne? Ja, witzig bin ich immer noch nicht. Ja. Also ich möchte erstmal, wie gesagt, das ist halt nichts Negatives. Es ist keine Kritik gegen euch, es ist nichts Negatives gegen euch. Es ist einfach bloß, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr so viel Spaß und Freude an den Videos habe, was Star Stable angeht. Vielleicht verfliegt diese Freude an Skyrim-Videos auch irgendwann. Das ist ja immer noch von kurzer Dauer bei mir. Wenn irgendwas zum Alltäglichen bei mir wird, was ich jeden Tag mache, wie diese Level-Talk-Videos, dann verliere ich auch irgendwann die Freude. Na klar, macht es mir irgendwo Spaß, Level-Talk-Videos zu machen. Ich levele mein Pferd aus. Ich rede über alltägliche Dinge, gerade welche über Star Stable. Positive und negative Dinge über Star Stable. Meistens sind es negative Dinge, die ich über Star Stable erzähle, aber das kennt ihr ja schon von mir. Ja, so eine Hassliebe zwischen Star Stable und mir, ne? Ich liebe das Spiel, ist super toll von der Grafik, auch die Pferde super toll, aber das Spiel hat momentan so viele Fehler. Ich habe zum Beispiel, muss ich dazu sagen, ich habe einen vierten Account, das ist der Account Lunar Autumn Wolf. Auf Server 8 bin ich da, weil ich da jemanden, also ich kenne die Person schon von 2022 und 23. Und wie gesagt, wir haben uns dann durch Zufall habe ich sie wieder getroffen und dann habe ich sie gefragt, sie hat gesagt, dass sie auf Server 8 ist und deswegen habe ich auch von Server
3, wo ich eigentlich gestartet bin, vor es ja auf Server 8 gewechselt und ja, mache dort eigentlich, habe ich dann auf Server 8, also mit Lunar Autumn Wolf, mit meinem vierten Account angefangen, die Hauptquest zu machen. Mittlerweile ist es aber so, dass ich die Hauptquest nicht richtig zu Ende machen kann, weil es sehr viele Bugs gibt und Fehler. Und es sind auch noch andere. Es ist anderen Spielern auch aufgefallen. Also ich möchte auch mal an dieser Stelle mal Zoes Pferdewelt grüßen, die auch super Videos macht. Einfach mal bei ihr vorbeischauen. Ein bisschen, wie sagte Giama zu mir, Support ist kein Mord. Was aus meinem Kanal wird, müsst ihr euch jetzt keinen Kopf machen. Das ist einfach so, ich wollte YouTube machen, ich habe mir das leicht vorgestellt, ich habe gedacht, ach, dir fällt jeden Tag irgendwas ein, aber es ist nicht so. Also wie gesagt, seid nicht traurig, wenn nicht so oft Videos kommen, vielleicht seid ihr lieber froh, dass nicht so oft Videos kommen, weil ich, wie sage ich immer, ich habe nicht die geilste Stimme und momentan ist auch wirklich so, dass es bei mir eine totale Flaute ist, was das hier angeht. Ich bin noch privat kaum noch im Spiel. Ich tue übers Handy meine Pferde füttern. Dann kriegen die ja fürs Füttern immer so 75 Pferde-XP. Dann mache ich Tiere sammeln und dann mache ich einmal diese Aufgabe, wo man Spieler-XP bekommt und ansonsten ist Sense. Weil außer Pferde kaufen und ausleveln habe ich nichts mehr. Ich mache dann jetzt noch die Quest mit dem Fischerclub hier in Jorvik und mit Farahs Werkstatt und dann bin ich komplett durch. Dann habe ich das bei dem Spielstand hier. Wir befinden uns übrigens auf meinem momentanen Hauptaccount Alicia Scheibetwecken. Da habe ich jetzt außer Farahs Werkstatt und dieses Jorvik Fischerclub habe ich gar keine Quest mehr. Nur noch diese normalen alltäglichen Quests. Und selbst wenn ich dort ein Video machen würde, wenn ich jetzt sage, komm, ich mache jetzt ein Video, wo ich alltägliche Quests mache, wie füttere die Tiere im Jahlheim, miste die Stelle aus, wer will denn das gucken? Es guckt kein Mensch, weil es nicht spannend ist. Ich versuche natürlich für jeden Zuschauer, nicht nur für euch, sondern auch für andere auf meinen Kanal was zu bringen. Ich bin jetzt nicht so flexibel wie ein Gummi und auch nicht wie andere YouTuber. Ich bin so ein bisschen festgefroren in meinen eigenen, in dem, was ich mache. Und wie gesagt, wenn irgendwie ich mal plötzlich auf die Idee komme, hey, ich könnte mal ein Video machen, dann mache ich eins. Ansonsten. Also, ich glaube nicht, dass diese Woche noch ein Video kommt. Momentan ist bei mir im Kopf totaler Matsch. Mein Kopf ist momentan komplett Matschpampe da drin. Ich bin so überfordert momentan. Und auch gleichzeitig bin ich so K.O. im Kopf. Und gerade für meinen kranken Kopf, also ich habe ja so eine Krankheit im Kopf, ne? Für meinen Kopf ist es auch, was jetzt diese Temperaturen angeht und dann noch Videos machen und dann, das ist einfach ein bisschen zu viel für den. Und deswegen, ja, ich möchte mich erstmal auch bedanken. Ich hoffe, ihr habt dieses Video nicht negativ und kritikmäßig aufgenommen. Ich habe natürlich nichts gegen Meinungsfreiheit. Es darf jeder seine Meinung sagen. Nur würde ich mir wünschen, dass ihr nicht ausfallend werdet, denn das ist gar nicht gut. Weil ich versuche auch nicht gegen euch ausfallend zu werden oder euch zu beleidigen, das mache ich nie. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass ihr unter dem Video hier ein bisschen, ja, mit euren Kommentaren ein bisschen euch zurückhaltet, nicht ausfallend werdet. Wenn es jemand gibt, der ausfallend wird oder beleidigend wird, dann wird er von meinem Kanal verbannt. Da fackle ich nicht lange, weil beleidigen lassen muss ich mich nicht. Aber momentan war das nicht der Fall und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Ich weiß, dass bisher gar keiner geschaut hat, aber es ist ja eh egal. Die meisten von euch schalten in den ersten 2 Minuten schon ab, warum auch meine Videos gucken. Wir sehen uns in dem nächsten Video wieder, wenn ich irgendwann ein Video mache. Ihr werdet ja sehen, ob es irgendwann ein Video gibt, vielleicht nächste Woche irgendwann mal. Oder wie gesagt, wenn es mir wieder besser geht, wenn ich wieder Ideen habe, wenn ich wieder Lust habe. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch wunderschöne Restferien oder für die, die jetzt in Bayern, keine Ahnung, erst jetzt Ferien gekriegt haben, wunderschöne Ferien und dann noch eine schöne Restwoche, wenn ihr in der Schule seid oder arbeiten müsst und oder in der Ausbildung seid. Ich bin erstmal raus für eine Weile und wie gesagt, ihr werdet ja sehen, wenn ich wieder aktiv bin, wenn ein Video kommt über Star Stable. Ansonsten bleibt nur noch, wenn ihr möchtet, dass ich euch eure Lieblingspferderasse kaufe oder eure Hasspferderasse kaufe, dann könnt ihr immer noch dran teilnehmen. Das läuft immer noch. Also ihr könnt immer noch sagen, hey, kauft doch mal meine Lieblingspferderasse oder hey, kauft doch mal meine Hasspferderasse. Also wenn ihr unbedingt Hasspferde habt oder Lieblingspferde habt, die ich mal kaufen soll, hier auf mal, dann schreibt die einfach unten in eure Kommentare mit dazu und dann mache ich das. Ich bin raus hier jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bye bye.